Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Sweet Amoris. Ja, ich habe jetzt hier wieder ein paar Aktionspunkte, 92 Aktionspunkte und 177 Dollar. Und damit kann man schon etwas anfangen. Ich habe nämlich etwas gespart. So, was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Warte, bis es Abend ist und schau nach, ob das Gespenst wieder erscheint. Genau, das arme Gespenst wird von... Naja, wir haben ja Schiss vor diesem Gespenst. So, ich muss aber kurz den Ton ein bisschen leiser machen. So, so ist gut. So. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Flur. Alle sind gegangen, obwohl ich bin nicht ganz sicher. Jetzt ist dunkel. Ich gucke lieber nach, ob da wirklich niemand mehr ist, bevor ich wieder nach da unten gehe. Ist es jetzt als Aufgabe oder? Warte, ich gucke gerade mal bei den Aufgaben. Warte, bis es Abend ist. Überprüfe, ob niemand... Okay. Gucken wir mal, dass niemand in der Schule ist. Gucken wir mal hier, würde ich sagen, ins Klassenzimmer. Hier ist niemand. Die Schülervertretung. Nathiel ist ja noch da. Oha, naja, gut. Was hätte man anderes erwarten können von Nathiel? Ich meine, er ist ja sowas von Schülersprecher und so. Und da kann man ja schon mal Überschichten machen. Nathiel, was machst du denn noch hier? Hast du mich erschreckt? Ich hatte doch Papierkram zu erledigen. Und was machst du hier? Naja, ich finde es jetzt erstmal komisch, dass er so stottern anfängt. Und wenn er auf sein Gesicht schaut, ist es so leicht rötlich. Und er weicht uns so aus. Er sagt mit dem Papierkram, das ist ja Ausrede Nummer 1, so oldschool. Und dann fragt er uns, was machst du hier? Wer weiß, ob Nathiel das Gespenst ist. Also auszuschließen könnte ich es jetzt nicht. Ja. Und was das hier ist, weiß ich nicht, warum das gerade kommt. Also ich mach kurz Stopp. Scheiße, ich kann nicht Stopp machen. Okay, gut. Ist er wieder da? Du weißt doch, ich will sehen, ob nochmal das gleiche passiert wie gestern. Okay, also ich gehe dann mal. Bis morgen. Ja, bis morgen. So, Nathiel. Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, ob Nathiel das Gespenst ist. Hier ist schon mal Ruhe. Der Garten. Ist niemand. Jetzt gehen wir noch in die Turnhalle. Hervorragend, da ist auch niemand. So, gehen wir wieder zurück. Gehen wir in die Schülervertretung. So, ich glaube, wir können rein in den Flur. So, hier. Und dann ins Treppenhaus. Da bin ich also wieder. Wenn ich so darüber nachdenke, Nathiel und Castiel waren beide echt komisch, als ich ihnen davon erzählt habe. Da! Wieder dieses Geräusch! Ah, ich habe echt Angst und ich bin hier ganz allein. Weglaufen. Ach du Schisse, jetzt renn doch nicht immer gleich weg, Mann. Ich bin gestern schon wieder wie ein Angsthase abgehauen. Echt ein bisschen peinlich. Ja, auf alle Fälle. Ich guck mal nach, ob da unten nicht vielleicht heute wieder was rumliegt. Ja, gute Idee. Oh ja, da liegt voll viel. Schaut mal. Eine dreckige Plastiktüte und... Entschuldigung. Und ein Notizblock. Okay. Ja, damit kann man was anfangen. Ich meine, Notizblock. Boah. Boah, damit kann man was anfangen. Wenn man den so auswerten würde. Er ist schon wieder aufgetaucht.
Ich fass es nicht. Hast du denn nach dem Unterricht schon wieder in der Schule rumgehangen? Ja, und ich hab's schon wieder gesehen. Das würde ich mich aber wundern, wenn du was gesehen hättest. Ich bin abgehauen, bevor ich was sehen konnte, aber ich hab's gehört. Woher willst du wissen, was ich sehen konnte oder nicht? Ich schwör's, da war wieder das gleiche Geräusch. Ich sag mal B. Ich sag's dir, du hast dir nur was eingebildet. Nein, ich bin mir sicher. Ich glaub uns echt keiner. Aber wir wissen ja noch nicht, ob es wirklich ein Geist ist. Ich sagen wir es mal, Matthew. Ich hab's wieder gesehen. Was hast du wieder gesehen? Also ich habe wieder das gleiche Geräusch gehört, aber nichts gesehen. Du hast also nichts gesehen. Nein. Ich habe das Gefühl, du versuchst da irgendwas herauszufinden, aber eigentlich hast du gar keine Beweise, oder? Und ich habe das Gefühl, du willst mir nicht wirklich helfen. Ist komisch, wie die sich verhalten. Die sind ja schon etwas abweisend, aber okay. Uhuhu, Vorsicht, das Gespenst. Hahaha. Also hat Nathiels auch schon den Zicken erzählt, beziehungsweise seiner Schwester. Toll. Guck mal, was ich gefunden habe. Hey, das ist ja mein Plektron. Plektron, okay. Dein was? Du weißt nicht, was das ist. So ein Ding aus Plastik, so ein Motor, das war so ein Teil für die Gitarre. Ich sag mal, so ein Teil für die Gitarre. Joa, jetzt gib schon her. Moment, es lag unten im Treppenhaus zusammen mit einem Notizbuch. Bist du das, der sich hier abends rumtreibt? Natürlich nicht, was erzählst du denn? Ich hab's bestimmt morgens da verloren. Ja klar, ich behalte es mal lieber, bis sich das Ganze geklärt hat. Finde wieder zwei Verdächtige gegen. Oh, jetzt kann ich es nicht lesen. Hallo. Schon sehr mysteriös. Wie, ich habe keine Aufgaben. Okay. Naja, gut. Da gibt es jetzt gleich eine Aufgabe. Jetzt weiß ich gar nicht, was soll ich jetzt tun. Gehen wir mal wieder in den Hauptflur. Ein Notizbuch mit handgeschriebenen Notizen. Das kann wohl kein Gespenst sein. Aber wer schleicht denn abends hier durch die Schule? Und ist ja schon komisch, meint der oder diejenige versucht ja einem Angst zu machen. Wir gehen jetzt noch einmal in die Schülervertretung kurz, ob da jemand ist. Nein. Und dann, irgendwas an der Geschichte ist echt komisch. Ja, da ist echt was komisch. Oh, da hinten auf dem Gang sind Nathiel und Castiel. Sie scheinen über irgendwas zu reden. Aber sie sind so weit weg, deshalb verstehe ich nichts. Seit wann reden die zwei denn miteinander? Sie streiten gar nicht. Bestimmt verschweigen sie mir etwas. Oh ja, wenn die nicht streiten. Jetzt gehen sie in verschiedene Richtungen davon. Wie kann ich dem Gespenst am besten eine Falle stellen? Ich hab's. Ich kaufe mir ein Fotoapparat, dann kann ich den Herumtreibern fotografieren. Heute Abend klappt es bestimmt. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal einen Fotoapparat. Und dafür gehe ich nicht in meine Wohnung, weil ich da sicherlich keinen habe. So, in den Geschenke-Shop. Fotoapparat hier. Wir haben ja genug Geld. Ja. Ein digitaler Fotoapparat. Er ist ziemlich leicht. Ja, der hört sich doch gut für uns an. So, super Hammer. Dann gehen wir wieder zurück in die Schule.
Und es ist soweit. Ich habe den Fotoapparat dabei und alle sind gegangen. Auf zum Treppenhaus. Diesmal laufe ich nicht weg. Ja, hoffe ich wenigstens, dass du jetzt nicht wieder wegrennst. Nichts zu hören. Jetzt, wo ich den Rumtreiber fotografieren könnte, passiert nichts. Ich höre was. Jetzt nicht weglaufen. Ganz ruhig bleiben. Da, schnell ein Foto. Fotoapparat verwenden. Oha. Hey, was soll das? Jetzt bin ich gespannt, wer es ist. Oh, wir sind schon am Ende der Episode. Okay, okay. Au. Oha, Nathiel. Au, au, meine Augen. Nathiel, was machst du denn hier? Du bist das Gespenst? Nein, nicht wirklich. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht locker lässt und heute Abend wiederkommen würdest. Also, ich erkläre es dir lieber alles. Am unteren Ende vom Treppenhaus ist eine Art Kellerraum. Kerstin und ein Freund von ihm nutzen den Raum manchmal nach dem Unterricht als Proberaum für ihre Musik. Die beiden hast du abends gehört. Gibt's hier nicht auch eine Musik-AG? Schon, aber du kannst ja denken, dass sie da nicht mitmachen können, was sie möchten. Verstehe, und du probst auch mit ihnen? Nein, ich bin da nur hier hineingezogen worden, weil Kästchen die Schlüssel geklaut hat. Wenn das rauskommt, bekommen wir beide großen Ärger. Deswegen... Entschuldigung. Deswegen versuchen wir, das Ganze geheim zu halten. Und als du immer weiter herumgeschnüsselt hast, haben wir uns gesagt, dass es vielleicht besser ist, dich einzuweihen. Darüber haben wir auf dem Flur gesprochen. Du hast doch nichts, oder? Nein, natürlich nicht. Super. Komm, ich stell dir Lysiander vor. Ich bin Nathiel ins Treppenhaus gefolgt. Dort ist eine Tür, in der eine Treppe weiter nach unten führt. Der Raum an ihrem Ende ist komplett leer. Er hat mir diesen berühmten Lysiander vorgestellt. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hallo gleichfalls, ich bin Coco Fuß. Und entschuldige bitte für gestern Abend. Ich glaube, ich war das, der dir und deiner Freundin Angst eingejagt hat. Oh, kein Problem. Und sie ist auch nicht wirklich meine Freundin. Außerdem hatte sie bestimmt mehr Angst als ich. Hahaha, wer es glaubt. Dieser Junge sieht schon echt cool aus. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und dabei habe ich erfahren, dass das Plastikstück der Rest einer CD-Hülle war, dass die Zigarettenkippen von Kestiel waren, und der manchmal raucht und das Plektron auch. Das Notizbuch gehört Lysiander. Er notiert darin Ideen zu seinen Liedern. Ich habe sie mit dem Plektron zusammen wiedergegeben. So, weiter. Ich bin zufrieden, endlich Licht ins Dunkle gebracht zu haben, obwohl ich ihn den Fotoapparat letztlich umsonst gekauft habe. Und ich Iris, Amber und ihren Freunden nichts davon erzählen kann. Du findest den Fotoapparat in der Kommode, deiner bla bla bla. Okay, gut. Weiter. Es ist schon ziemlich spät, ich sollte jetzt nach Hause. Genau, das solltest du. Warte, ich begleite dich lieber, es ist schon dunkel. Also nur, wenn es dir recht ist. Klar, danke. So, das ist dann vermutlich auch unser Date. Wir sind im Dunkeln bis zu mir gelaufen, haben über ein kleines Geheimnis geredet. Ich vermute mal, ja. Das wäre echt lustig, wenn die Schüler wirklich glaubten, dass es in der Schule ein Gespenst gibt. Gut, und ihr seht ja jetzt schon, wenn ihr auf mich guckt, dass da Team Nathiel draufsteht. Das hat den Grund, es gibt ja hier im späteren Spielverlauf entweder Team Nathiel, Team Kestiel oder Team Lysiander. Die drei Teams gibt's. Und mit dem Jungen, den man sich am besten versteht, ist man eher in dem Team sozusagen. Und da ich mit
da ich mich mit Nathiel am besten verstehe, bin ich logischerweise im Team Nathiel. Aber im weiteren Spielverlauf kann sich das noch ändern, dass ich in Team Lysiander oder Team Cassiel kommen könnte. So, und wir kommen zum Schlussbild. Das lädt hier gerade. Oha, das ist ein schönes Foto. Das ist ein echt schönes Foto. Sieht süß aus. Sieht echt süß aus. Er hat mich den ganzen Weg über an der Hand gehalten. Aber da er allgemein ein ziemlich aufmerksamer Typ ist, weiß ich nicht, ob das bei ihm was bedeutet. Und damit haben wir Episode 4 abgeschlossen. So, und die nächste Episode ist der Beginn von Sherlock Amores. Wer hat den Schlüssel vom Lehrerzimmer und wichtige Dokumente gestohlen? Finde es heraus. Ja, ich würde sagen, wie sieht's denn mit der Zeit aus? 16 Minuten, das ist gut. Okay, folgender Plan. Es lohnt sich jetzt nicht wirklich, wenn ich jetzt Episode 4 noch anfange. Und deswegen würde ich sagen, beende ich den Part und wir können nächsten Part in Episode 5 starten. Dann verabschiede ich mich und sage Tschüss!